Ich finde halt, wie gesagt, Bug finde ich alles überall scheiße. Das finde ich total. Ich habe immer das Gefühl, das ist einfach stumpf durchs Wasser. Ich mache erstmal ein Battlestream, schön supporten, gell? Subs und so, ne? Klar. Eintritt kostet Geld, Boot kostet Geld. Die Afrikola kostet hier 4,50 Euro. Mit ohne Pfand. Okay. Mit ohne, ja. Mit ohne Pfand, genau. Ich drehe mal eine Runde. So, ich gehe mal mit euch ein paar Boote gucken von außen. Komm. Was mir halt absolut nicht gefällt, der Bug. Das gefällt mir gar nicht mehr. Das hat überhaupt gar keinen Stil mehr. Ne? So, das ist irgendwo. Das ist einfach nur so vorne abgeschnitten. Und wenn man jetzt hier halt so einen Clipperbug hätte, der halt so nach vorne so rausgeht, da verliert man halt wieder Wohnraum. Aber das hat halt auch. Die haben halt auch keinen Flair mehr. Ne? Irgendwie hat das alles keinen Flair. Das ist alles modern und computergerecht und alles schön und ja. Und, aber es hat keinen Flair. Ja. Ich finde halt, der Bug ist die. Das sieht aus wie ein Kühlschrank, ja? Genauso gerade und genauso. Das hat keinen Charme mehr. Das ist halt der Promet. Ja, klar, aber was willst du? Das heißt, es zählt ja mit. Da oben, der Bugspray zählt mit, ja, klar. Ja, auch hier. Nee, das ist. Und Schraub. Aber das, ich meine, wenn du jetzt siehst am Rumpf, ne, die Dellen, die da drin sind, und das Zeug, das sieht man jetzt hier auf dem. Die alten Rümpfe haben das nicht. Ne? Da siehst du halt, dass das Material dünn ist ohne Ende. Ja? Ist alles schön und gut, aber das ist das mit der Stabilität. Ja? Der Innenausbau stabilisiert den Rumpf. Und früher hast du einen Rumpf gehabt und hast halt einfach was reingeschraubt. Ja. Das ist. Ja. Keine Ahnung. Das ist vielleicht wieder Abschlepphaken. Ja, guck. Die ganze Hammer wird auch. Schönes. Ja, aber Moment mal. Schönes Plastik. Ja, jetzt musst du mal gucken, wie es durchgeschraubt ist. Guck's dir an. Es ist mies. Es ist so mies. Es ist so mies gemacht. Gottes Willen. Dürfen wir es anfassen? Keine Ahnung. Darf man es anfassen? Ja, aber auch so ein Ding. Ja. Ich frage jetzt mal. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Entwässerung für Entwässerung. Den Ankerkasten. Was ist ja putzig. Die Entwässerung für den Ankerkasten. Nee, oder? Oh Gott, ja. So, also, es gibt also inzwischen auch die Boote mit Elektroantrieb. So, das ist der Elektroantrieb und hier ist die Batterie dazu. Das ist das gleiche Ding, was bei euch unter dem Auto hängt. Es reicht nicht. Nur für den Unterwasserbetrieb. Nö. Ich würde schon sagen. Von dem Namen her. Torpedo. Also wenn man das Q umdreht, wäre es ein P, ne? Wäre es ein Torpedo. Alles schlechter. Also, wie viel KW hat denn der? Hier. 40 Kilowatt. 40? Ja, das Problem ist ja, ne? Ihr Lieben, ich würde ein U-Boot kaufen. Ja, hier gibt es leider keine U-Boote. Aber man kann aus jedem Boot ein U-Boot machen. So Leute, 40 Kilowatt, ne? 40 Kilowatt hat die Batterie, die da ist. Das ist. Das Teil hier, 40 Kilowatt, das ist in etwa das, was in einem VW Up, in einem E-Up und so weiter eingebaut ist, ne? Unten drin im Auto. 40 Kilowatt, mit so, und jetzt könnt ihr euch das ausrechnen. 40 Kilowatt entsprechen in etwa 4 Liter Benzin, Superbenzin. Da kommt man schon weit, ne? Ja. Die haben im Standort schon das Ding mitgebracht. Wassergenerator. Ja. Ja. Aber es ist auch wieder mehr, ein Loch mehr im Boot, ne? Ja. Ja, ein Loch mehr. Was hattet ihr bei dem Captain Q, der die eine, die, der das eine Boot gekauft hat? Was hatte der gehabt? 25 Öffnungen im Boot gehabt. Ja. Boah. Und jedes Loch kann irgendwann mal aufgehen und das Boot zum Sinken bringen. Hier. Ja, so Holz, ne? 1, 2, 3. Ja, aber
Wie viel haben wir vorhin gezählt? Vorhin waren wir bei einer Seite schon bei 20. Ja. 3, ne? Okay, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das ist Speed-Teil. 9. Das sind schon weniger. 10, 11. 12, 13. 13. 13, ja. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Auch 18, ne? Ja, aber am ganzen Boden. Vorhin waren es nur 20 auf einer Seite. Ja. Wie hat man das früher gemacht mit 100 Mann Besatzung und ja, Hängematten unten im tiefsten Keller vom Boot und ganz im Kiel? Ja, du musst einfach nur Star Trek gucken, ne? Da irgendwo. Weißt du, diese Klingonen-Raumschiffe, wo alles irgendwie so knarzt und quietscht, Tür aufmache, ne? Knarz, knarz. Das ist dann immer so am untersten Deck eines klingonischen Kohlefrachters. So hat man früher die Leute untergebracht auf Segelschiffen. Und das ist das, was mir nicht gefällt. Guck, die Bugform. Das ist irgendwo modern. Modern halt, ja. Okay, Bugstrahlruder, ihr Lieben. So, und was kostet der Pott? 800.000? Was ist der eine? Welche ist denn das? So, Chano, das ist in dem Chano. Bereich, wo wir gucken, die teuersten. Ja. Inklusive Silikon. Ist fantastisch, ja. Ich finde das so scheiße gemacht. Guck dir das mal an. Es wäre ja nicht schlimm, wenn die wenigstens das Spaltmaß hier stimmen würde. Ja, das Spaltmaß tut man mit dem Silikon zuspielen. Nee, das Maß an sich passt nicht. Nee, es passt nicht. Das ist Größe. Ah. Das hier ist noch schlimmer. Ach du Scheiß, guck dir das mal an. Nee, ich weiß nicht, also. Ja. Also wenn der Gaswasserinstallateur das Fahrzeug abliefern wird, wird man es nicht abnehmen. Das ist schlimmer, wie wenn ich in meinem Bad die Fugen selbst fließe. Ja? Ich meine, das wäre nicht so teuer. Das sagt ja der Größer, diese Verfugung sieht richtig amateurhaft aus. Hätte ich so gearbeitet, wäre ich jetzt Hartz IV, ja klar. Du warst doch in Cannes, ne? Chano. Das teuerste in der Größe, das war das, wo ich fast den Gehörsturz gekriegt habe von den Holzplatten. Da gehen wir mal rein, ob es genauso knarzt wie in Cannes. Ja. Aber alles für hat einen Bieter. Aber alles für hat einen Bieter. Ja, es knarzt. Ich knarre. 34. Aber immerhin. Immerhin. So, im Vergleich dazu, ne? Auch nicht viel besser. Oh mein Gott. Was meinen die da? Also, hier, Leute. Ja? So habt ihr. Das ist so zusammengepfuscht, ja? Das ist irre. Guckt euch das mal an, hier ist noch schlimmer. Das ist so vielleicht Wellengang. So. Keine Ahnung. Vielleicht ist das eine Wirbelstrombremse oder sowas. Ich weiß nicht. Mein Gott. Also dann ist das ja eigentlich mit unserem Problem mit den Klos und so ist das eigentlich. Ja, eigentlich. Ja, Leute, was... Ich glaube, wir machen uns doch selbstständig. Wahrscheinlich, ne? Was kostet da wohl das Qualitätsboot? Also dieses Qualitätsboot kostet im Grundpreis ab Werft 264.000 Flocken, Leute. So. Und für 264.000 Euro kriegt ihr dann so ein Bugstrahlruder eingebaut. Boah, ist das scheiße. Oder Kumpel von mir ist Maurer, der macht das besser. Ja, ah ja, klar. Ich glaube, jeder von uns macht das besser. Weißt du, auch hier, ne? Das ist. Ja, das habe ich ja als erstes gesehen. Gut, ja. Ich meine, das haben sie jetzt über Pinsel vielleicht wahrscheinlich. Ja, aber. Bevor sie es aus dem Rhein gefischt haben. Krass. Appointment?
Ja. Das ist jetzt mit Übergröße. Oh, nebendran ist auch spannend. Das ist die Version, wenn man noch nicht weiß. Welche? Ist es zum Klappen oder ist es die Version, wenn man noch nicht weiß, ob es eins kriegen soll oder nicht? Ja, das ist die Sollbruchstelle. Das ist das zum Klappen, ne? Ja, ja, das ist so. Ja, Leute, zum Thema Spaltmaße. Das ist so scheiße. Und so, wir gucken uns ganz ehrlich von der Verarbeitung. Miserabel. Du kannst ja alte nehmen und kannst du reparieren. Ah ja, klar. So. Guck mal, die kostet jetzt 230.000 Grund. Und da ist nichts drin. Ne? Das ist einfach nur das Boot. Da brauchst du ja noch Ausrüstung und Zeug. Ich habe einen Kumpel, der ist Metzger, der kann nicht bestimmt besser. Jeder, der ein Cordon Bleu füllt, kann das besser. Jeder, der ein Cordon Bleu füllt, kann das besser mit dem Buchstaben. Als ehrlich. Ja, ich finde es immer wieder Frechheit für das Geld. Wenn ich mir jetzt den Clipper 41 angucke, ne, von Joey Lee, den alten Clipper, ja, das ist ein geiles Boot. Da hast du keinen Buchstaben oder nicht, okay, alt musst du was machen, aber... Ja, klar, du, das ist, letzten Endes ist das nichts anderes als ein luxuriöses, schwimmendes Wohnmobil im Hafen. Ja, dann fährt man halt mal raus in die Bucht und dann ist alles schön und gut und fährt man wieder zurück. Vielleicht übernachtet man ja noch mal irgendwo, aber letzten Endes... Aber beim Wohnmobil gibt es ja den Unterschied zwischen VW California. Genau. Und einem... wie heißt das Ding? Eimer. Leute, das ist das. 206.000 Euro, ne? Ich komme da gerade nicht her. Bugstrahlruder, das Kabel ist zu kurz. Und dann ist das so verarbeitet. Ja. Ist nicht so. Wirklich. Weiß man, nicht so schön. Ne? Nee, wirklich. Da sind die Italiener besser. Nordchip. Ja, ja. 420. Ja, dann gucken wir nochmal wieder unser Bugstrahlruder. Das ist schon mal nicht schlecht gemacht. Ja. Schon besser, guck. Das ist aber Film. Auch, das ist... Das fällt man schon aus einem Grund. Ja. Guck mal, Ja. Strömung. Der viel hier, besser. Der bremst sich hier nicht selbst. Ja. Es geht also auch anders. Ja, ne? Es geht auch anders. Ja. Es geht auch anders. Ja. Ich meine, das ist schon irgendwie. Also, hätten wir auch schön machen können, ne? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Schule, als man so mit Gips gearbeitet hat, hat es nie glatt gekriegt. Nee, mich erinnert das an Baustellen, wo keine zweigespachtelt wurde. Ja, das ist wieder so. Aber das ist auf Augen. Also, ich meine, das ist ein Produkt oder das ist ein Bauteil, das auf der Messe hier auf Augenhöhe ist. Ja. An der Stelle habe ich immer nie Verständnis, dass man das nicht explizit ordentlich herrichtet für die Messe. Weil sie wissen, dass die Leute, die hierher kommen, gucken, wie der Innenraum ist und das Cockpit und so. Da unten ist interessiert fast keiner. Und es ist eigentlich das Wichtigste. Ja, wie sieht dein Rumpf aus? Wie sind die Throughholes? Ja, und der ganze andere Kram. Ja, das ist wirklich so. Dass sie das alle nur zum Verschall ankaufen. Einmal pro Jahr im Sommer und dann Verschall. Ja, und dann scheiß drauf. Ja. Man sieht ja dann auch keiner. Und die werden ja dann rauskohlen aus dem Wasser und wenn die Werft da unten dran rummacht. Aber dann stimmen halt die Preise nicht dazu. Ja, natürlich nicht. Für was? Weil bei der Verarbeitung dürfte es eigentlich nur ein Fuffi kosten. Oder so. Also, ja. Ja. Hast du schon was gekauft? Nee. Ja, ich habe mir eine Frikadellenbrötchen gekauft und eine Cola. Ja. So, ausklappbar, ne? Ausklappbares Bugstrahlruder. Ist alles ganz schön und gut, aber die Frage ist, was passiert, wenn du es nicht mal reinkriegst? So sieht das da aus, da drin. So, ne? Und das ist das Problem. Sowas ist einfach kompliziert. Und wenn es kompliziert ist, kann es auch ganz schnell kaputt gehen. Und wenn es ganz schnell kaputt geht an einem Boot, mit so einem Loch drin, ja? Jedes Loch im Boot ist potenziell einfach da, ums Absaugen. Das ist krass, oder? Ja,
Mann, das ist aber wie Gierablende. Zinks. Ja, schon gezogen. Gell? Ja, die waren schon im Wasser. Ja, ja. Ja, wenn ich dich gucke, ja, das ist ja nicht. Wenn du da reinguckst, das ist extrem kompliziert, ne? Ja, nee, ja. Aber ja. Ja, da geht Wasser rein. Ja. Es ist unter der Wasserlinie, also. Und dann so ein Loch. Das ist irgendwo... Ja. Ist das ein Elektroboot? Nein, nein, nein. Das ist ein Bugstrahlruder, das man ausklappen kann, damit man im Hafen besser drehen kann zum Einparken halt am Pier und so. Und es gibt halt auch Boote, die haben das da nicht zum Ausklappen, sondern das ist dann halt, das sind Heckstrahlruder übrigens. Wir stehen hinten am Boot. Ah, guck mal, Profis wie wir. Zwei, ne? Der hat zwei. Bugstrahlruder ist da vorne, Heckstrahlruder. Guck mal, hier ist wieder der, wie sagst du immer? Der Leckerli-Stick. Das Leckerli-Stick für die Orcas hier, guck. Diese Ruder hier sind freihängend, ne? Freihängend. Also da ist kein Schutz drumherum. Das heißt, wenn wir da irgendwo hängen bleibt mit irgendwas, dann reißt die Dinger halt ab. Bei den älteren Baureihen gab es hier noch so ein, das nennt sich Keg, das wurde hier so dran gebaut. Ne? Das hat das Ruder geschützt, wenn man halt irgendwo hier, keine Ahnung, was mitgenommen hat, einen Baumstamm oder sonst was. Noch. Ja. So, und jetzt ist es halt so, die Dinger hängen frei und seit kurzem, wirklich seit kurzem, also ist es so, dass es also Orca-Wale gibt, also die Killerwale, die bei Gibraltar zum Beispiel dann die Boote angreifen und dann die Ruder zerstören, die beißen dann da rein. Und bei den alten Kielformen und Ruderformen passiert das jetzt nicht. Und das mag vielleicht daran liegen, so ein Boot von unten im Meer sieht aus wie ein toter Wal, der auf dem Rücken schwimmt. Naja, und kann ja gut sein, dass diese Orcas dann denken, da schwimmt ein toter Wal auf dem Rücken, naja, da haben wir was zu fressen, ne? Ist doch super. Und dann gehen die da halt hin und beißen da halt mal rein. Wie gesagt, ganz interessante Sache ist die, dass das ja bei den alten Booten mit dem alten Rudern oder und Full Keel so gut wie nie passiert, sondern nur bei den neuen Baureihen mit diesen freistehenden Rudern. Und deswegen sagen wir immer Leckerli Stick, weil das ist ein beliebtes Angriffsziel für die Killerwale hier. Das sind die neuen Ruder, die sind ungeschützt, ja, wenn du da irgendwo was aufsammelst, zum Beispiel einen schwimmenden Container im Meer, das reißt dir halt das Ruder ab. Das ist ein sogenannter Sail Drive, das ist der Antrieb. Ne, wenn man dann segelt, durch den Wasserdruck von hinten, ja, geht der Propeller zusammen, so, und dann wird er stromlinienförmig. So, und wenn der Motor sich dreht, dann geht der Propeller wieder auseinander. Und je nachdem, ob er vorwärts dreht oder rückwärts, ja, ist hier noch so ein kleines Getriebe drin, ja, das dann den Anstellwinkel der Blätter einfach hier nochmal so verstellt. Ne? So, aber wie gesagt, beim Segeln, das macht ja Wasserwiderstand und dann könnt ihr hier das, dann klappt der zusammen, zack. Das ist jetzt so der klassischer Festpropeller, ne? So. Ganz klassisch, da klappt nichts, ne? Also da klappt nichts um, sagen wir mal so. Ja, und dann halt wieder das typische Ruder. So, hier. Typische Ruder. Die haben alle, ich weiß nicht, dieser ganze Bug gefällt mir alles nicht. 53, Lego Mino. Ja, hier wieder. Aber ohne Bugstrahlruder sieht es nicht gleich so schlecht aus. Nee, gell? Aber der hat hier wieder. Genau, der Netzfänger ist wieder klasse. Ja, genau. Der Fischernetzfänger. Damit kannst du alles aufsammeln, außer die Meerjungfrauen. Ja, Fischernetzfänger. Genau, Fischer. Ja, Fischers. Fischer, Fischer, Fritz. Netz. Fischers, Fritz, Schiffs. Fische, Netze. Fischers, Fritz, Schiffe, Fischen, frische Netze. Frische Netze, Fischen, Fischers, Fritz, Schiffe.
Das ist, geht so, ja, ist auch ein Zugebrecher. Widerstand ist nicht so das Thema beim Boden, gell? Nö. Der einzige Widerstand bei solchen Boden ist das Konto. Ah. Das Bankkonto. Genau. Genau so muss man dann zur Bank robben, wenn man einen Kredit für ein Boot haben will. Auf Knien, betend, wie der Kleine da. So kann ich noch einen Kredit haben für mein. Ja, kann ich jetzt nicht zeigen. Ja, was mich wirklich mal interessiert, ist bei den Größeren, wie sie das mit dem Klo geregelt haben, mit dem Bad, mit der Dusche. Ja, ob sie da immer noch diese. Ob man in die Dusche scheißen muss. Ob der Peter. Ja, genau. So kann ich. So kann man es ausdrücken. Ja, aber das ist ja der Punkt. Jetzt bin ich 30 Jahre Flugzeug geflogen. Ja. Ne? Ja, okay. Wo ich vor dem Cockpit festgeschnallt war. Ja. Und konnte unterwegs nicht aufs Klo. Ja. Und jetzt, wenn ich irgendwann in Rente gehen soll und mir so ein Boot zulege, dann soll ich immer diese Gewissensfrage haben, will ich jetzt aufs Klo oder in die Dusche oder beides gleichzeitig. Weil du hast ja deinen Paxen sowieso schon verboten, im Flug aufs Klo zu gehen. So ist es. Ja. Deswegen hätte ich aber jetzt gern wenigstens das ganze Rollen nicht getrennt. Ja, ja. Ah. Ja, ja. Okay, so. Da hätten wir. Einmal in die Dusche kacken, genau. Das ist wieder das gleiche Problem, oder? So. Super.